Moin und willkommen zu dem Champions League Prediction Spiel hier auf meinem Kanal, wo das Achtelfinale in der Champions League ansteht, um genau zu sein, das Rückspiel, und zwar zwischen Manchester City und dem Überraschungsteam Kopenhagen. Ganz kurz, bevor wir auch schon reinstarten ins Game, ich verlinke euch jetzt mal rechts oben. Das Hinspiel gab es natürlich auch aus Champions League Prediction auf meinem Kanal. Kleiner Spoiler, da ist es aber nicht so ausgegangen wie in echtes Hinspielergebnis. Das heißt, wer das noch nicht gesehen hat, sollte sich das auf jeden Fall noch reinziehen vor dem Game. Und zur Erklärung, da oben seht ihr eingeblendet Hinspielergebnis. Ich benutze jetzt einfach das Hinspielergebnis von dem Spiel, wie es in echt ausgegangen ist, einfach damit es ein bisschen realistischer bleibt. Und eine Sache muss ich euch jetzt auch noch hier rechts oben verlinken, und zwar das Parallelspiel Real Madrid gegen RB Leipzig, auch verdammt spannend mit deutscher Beteiligung. Schaut da auch auf jeden Fall mal rein, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Und da kurze Zusatzinfo, das kommentiert da Mr. Ninox für euch. Und das Spiel hier, Manchester City gegen Kopenhagen, werden Wolf Fuß und Frank Buschmann kommentieren. Und apropos die beiden, ich würde sagen, ich gebe jetzt ab an die. Viel Spaß euch mit dem Game. Let's go! Ich begrüße Sie aus dem Etihad Stadium, liebe Fußballfreunde. Herzlich willkommen zu dieser Partie. Wolf Fuß und Frank Buschmann haben auf den Kommentatorenplätzen Platz genommen und werden Sie durch dieses Spiel begleiten. Und wir freuen uns heute auf ein interessantes Rückspiel. Manchester City gegen FC Kopenhagen. Spannendes Rückspiel heute. Die Gastgeber konnten das Hinspiel knapp für sich entscheiden. Ich denke aber, es ist trotzdem noch alles drin. Das ist eine Mannschaft, die das aufholen kann. Lässt sie nicht verunsichern, bleibt ihrer Linie treu. Und vielleicht können sie das Ding ja heute auch noch drehen. Die Schiedsrichterin lässt die Karten in der Tasche. Buschi, reicht eine Ermahnung da, deiner Meinung nach? Da gibt es sicher viele, die sagen, gerade in so einer Anfangsphase, da musst du durchgreifen. Macht sie hier nicht. Jetzt sind sie am Ball. Kevin De Bruyne dürfte auch heute wieder eine sehr wichtige Rolle spielen. Für mich einer der besten Distanzschützen auf diesem Planeten, gar keine Frage. Wenn du den... Jetzt kann er es machen. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Haaland. De Bruyne. Oh, kein Tor. Jensen. Ndoku. Sie bieten sich an. Kevin De Bruyne. Bernardo. Der Versuch war harmlos. Diogo Gonçalves. Weiter dieser Angriff, da bieten sich Ihnen jetzt mehrere Optionen. Abwehr muss so langsam aufpassen, weiter dieses Dribbling. Jetzt Freistoß für Manchester City. De Bruyne jetzt am Ball. Ruben Dias. Und Kevin De Bruyne. Immer wieder diese kurzen, diese schnellen Pässe. Hier, Ball läuft exzellent. Der Gegner ohne jede Chance ranzukommen. Haaland. Jeremy Doku. Pass wieder zu Bernardo. Ja, gehalten erstmal, aber die Abwehr muss weiter aufpassen. Sie haben den Ball, erstmal durchatmen, aber die Parade eben, die war sensationell. Ich glaube, und ich gehöre auch dazu, viele haben den Ball schon drin gesehen. Klasson. Schöne Aktion, Steilpass.
Da ist der Torwart da, gut gemacht. Rodri. Da kommt der Pass alleine durch. Jetzt müssen wir genau hinschauen. Ja, sehr dribbelstark. Macht das richtig gut. Birger Solberg-Mehling. Er geht dazwischen und verhindert so eine Torgelegenheit. De Bruyne jetzt am Ball. Chance zum Konter. Gut den Körper eingesetzt. Frühes Stören jetzt. Sie haben den Ball. Haaland. Haaland. Bernardo. Oh, der Ball ist im Tor, aber nee. Der zählt nicht. Es war abseits. Harte Entscheidung, aber wohl auch die richtige Entscheidung, Wolf. Auch wenn es natürlich unglaublich eng war. Ruben Dias. Kevin De Bruyne. Foden. De Bruyne. Jetzt können sie es machen. Kein Problem, ganz sicher. Ecke kommt rein. Ja, schöne Parade. Bernardo. Bernardo hat den Ball. Den Ball kann er klären. Pressing kommt sofort. So, eine Minute kriegen wir hier noch oben drauf. De Bruyne jetzt am Ball. Jetzt passiert hier nichts mehr in diesem ersten Spielabschnitt. Pause. Gleich geht's hier weiter. Weiter geht's im Etihad Stadium mit Durchgang 2. Gutes Tackling. Jetzt der Vorstoß. Foden. Das war eng, aber er hat ihn. Jensen. Da suchen sie jetzt die Lücke. Ball wird geblockt. Haaland. Da ist De Bruyne. De Bruyne mit der Riesenchance. Sie machen das Tor und irgendwie war es abzusehen. Ja, sie sind bislang die stärkere Mannschaft, tun mehr für die Partie. Ist eine verdiente Führung. Wir schauen uns nochmal die Entstehung des Tores an. So, da ist der Konter. Und dann aus kürzester Distanz Bernardo Silva schlägt eiskalt zu. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Birger Solberg-Mehling. Balleroberung. Haaland.
Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Ja, mit viel Übersicht. Aber dann bringt dieser Angriff letztlich doch nichts ein. Bernardo Silva. Rodri. De Bruyne. Pass wieder zu Bernardo. Er passt gut auf und hat den Ball. Das gibt Einwurf. City wird wechseln. Nun De Bruyne. Ball läuft gut. Das waren sie sehr geduldig. Ruben Dias. Da ist De Bruyne. Steilpass Rodri. Da holt er den Ball zurück. Jensen. Gutes Dribbling jetzt. Abwehr muss aufpassen. Jetzt schießt er. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Jetzt haben sie durchaus Platz für den Konter. Nun De Bruyne. Erling Haaland. Haaland spielt den Ball steil. Riesenchance. Und Tor! Tja, nochmal die Wiederholung. Ja, das ist eine Szene, die kann dem Trainer nicht gefallen. Was bitteschön macht die Abwehr da? Sie schauen nur zu und kassieren das Ding. Jetzt kommt hier der Wechsel. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Gut den Körper eingesetzt. Jensen. Sie schirmen den Ball ab. El-Yunusi. Guter Vorstoß da jetzt. Ja, wird geblockt. Guter Pass, das könnte Chance werden. Da schießt er daneben. Alvarez. Er ist Foden. De Bruyne am Ball. Foden. Rodri. Da ist die Chance. Kein Problem, ganz sicher. Wechsel bei City. Ecke kommt in die Mitte. Sicher gehalten, den Kopfball. Aber das war dann auch keine Herausforderung. Nö, der war viel zu schwach und unpräzise, um irgendwelche Probleme zu machen. Freistoß jetzt für Manchester City. Bei ihnen wird es jetzt eine Auswechslung geben. De Bruyne. De Bruyne, langsam wird es gefährlich. Flanke von De Bruyne. Der Ball ist erstmal rausgespielt. Die letzten 2 Minuten sind angebrochen. Da ist Platz auf dem Flügel. Schiedsrichterin gibt den Eckball. Ecke kommt. Ja, das müssen sie eigentlich anders lösen.
Er ist weiter am Ball. Abwehr tut sich schwer. Das Rückspiel ist zu Ende. Das war's. City holt sich den Gesamtsieg und ist eine Runde weiter. Zu diesem schönen Erfolg kann man Sie nur beglückwünschen. Alles in allem ziehen Sie dann doch ungefährdet in die nächste Runde ein. Sie waren die bessere Mannschaft, keine Frage. Von Erling Haaland haben wir heute eine Menge gesehen. Tja, er hat Anlass zur Freude, würde ich mal sagen. Gute Leistung, Sieg eingefahren, gelungener Arbeitstag.